Und da sind wir wieder bei Tales of Monkey Island mit mir, dem lieben Fudel, der sonnigsten Cora aller Zeiten und der lieben Letty zu Choclinken. Eine kleine Neuerung jetzt bei den und den nächsten Aufnahmesessions, bis meine Examina rum sind. Nehmt's mir nicht krumm, aber ich habe mir eine offene Komplettlösung daneben hergelegt. Ich nehme ja meistens nach dem Lernen auf oder wenn ich mal ein Stündchen gerade Pause mache, so wie jetzt abends um 8:30. Also da kommt noch was. Und da möchte ich einfach nur ein bisschen Spaß hier an dem Spiel haben, also an den Witzen und nicht groß rumrätseln. Die sind hier jetzt zwar nicht so schwer, aber wisst ihr Bescheid. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall diese gefakte Schildkröte gemacht und wollen jetzt dem Piraten das geben. Mhm. Gefälschtes Schildkrötenartefakt zu. Verpockte Piraten. Hey, schaut mal, da drüben, ein völlig echtes goldenes Meeresschildkröten-Artefakt. Das ist unmöglich. Ich habe gesehen, wie dieser Typ das Artefakt genommen hat und wir gehen erst, wenn er es uns gibt oder wir es von ihm wegnehmen. Mann, sind die schwierig zu überzeugen. Zum Glück bin ich Pirat geworden und nicht Handelsreisender, wie mein Berufsberater vorgeschlagen hat. Gut, dann geben wir es doch einfach ihm, oder? Hier, LeChuck. Hey Jungs, seht nur! Er hat das Beschwörungsartefakt bei sich! Er hat recht! Schnappt es euch, Männer! Na, lass mich, ich pack ihn! Nie und nimmer! Gib schon her! Ich hab sie! Autsch! Drückt sie runter! Ich nehme es mit euch allen auf! Ich hab's! Oh, das sieht schmerzhaft aus! Yeah! Ja! Ja! Ich weiß nicht, was passiert ist. Früher habe ich ganze Armeen besiegt, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber jetzt nehmen mir ein paar an Pocken leidende Piraten das Artefakt ab. Ach, sei nicht so hart mit dir, LeChuck. Das haben diese Jungs gar nicht schlecht gemacht. Außerdem war das Schildkrötenartefakt, das sie genommen haben, eine Fälschung. Ich habe das Echte in Sicherheit. Echt schlau, mein Freund. Wo hast du denn gelernt, so zu tricksen? Das? Ach, das mache ich doch schon seit Jahren. Wenn man es genau nimmt, bin ich berühmt für so etwas. Darauf kannst du wetten, Junge. Also, du hast erwähnt, du sollst mir von Elaine was ausrichten? Ja, sie will, dass du den... Ich werde deine Ablenkung sein und du darfst der Held sein? Ja, du bist in jeder Hinsicht besser. Elaine sagte mir, dass sie will, dass du zum Strand gehst und die Kanone benutzt, um für eine Ablenkung der Blockade zu sorgen, während ich ablege und den Meermenschanführer rette. Echt? Bist du sicher, dass sie das gesagt hat? Völlig sicher. Wir sind doch jetzt Kumpel, oder? Ich würde dich nicht anlügen. Doch. Ha, da hast du wohl recht, Guybrush. Ich gehe sofort los. Viel Glück, mein Freund. Blöd, Mann. Mies. Und nehmt's mir nicht krumm, wenn ich auch nicht sofort auf eure Kommentare antworte. Ich, natürlich sehe ich die Kommentare und ich lese sie auch. Aber ich mache den geschmissenen Computer im Moment nicht so oft an. Und halt ein, zweimal vielleicht in der Woche, um schnell irgendwelche Rechnungen zu bezahlen oder so. Und ich werde dann natürlich... Kann ich da schon hin zur Blockade? Gut. Und werde dann natürlich auch eure Kommentare beantworten. Dauert jetzt halt alles nur ein bisschen enger. In diese Richtung komme ich hier nicht raus. Die Blockade ist zu eng. Mhm. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir es mit dem größeren Schiff. Also ich sehe das alles, ich freue mich auch über die Kommentare, die helfen mir dann ein bisschen durch die Prüfungszeit. Aber Uni geht halt vor. Und wird auch in den nächsten Folgen noch immer ein großes Thema sein, weil ich im Moment nichts anderes mache. Angeln verboten. Mhm. Angeln verboten. Okay, das... Ach ja, der ist weggefahren mit unserem Schiff. Ist jetzt auch 2 Wochen her, seit ich aufgenommen habe das letzte Mal. So. Floß. Hier ruckelt es immer noch. Blockade, Blockade. Spinner Cay, Blockade. Row Island, Blockade. Da werde ich schon mal einen Blick wieder in die Komplettlösung werfen. Was müssen wir denn machen? Einen Moment. Hep. So, das haben wir getan. LeChuck, leicht verändert. Huh? Mhm. Und ungesehen durch die südliche Schiffsblockade-Schiff.
Gucken wir mal, ob sie hier streng genug ist. Hier könnte ich mich durch die Blockade schleichen. Dann mach das. Mal sehen, ob ihr damit klarkommt, Jungs. Sie schießen auf mich. Warum schießen sie nur auf mich? Weil du von dem Bösen bist. Aha, das muss die Schwachstelle der Blockade sein. Jetzt muss ich nur noch ganz leise hindurchsegeln und... Ah! Sieh an, wenn das nicht der kleine Pirat mit dem schicken Mantel ist, der so stark nach Schinkenspeck riecht. Ist das so? Hey, wer schießt denn da auf mich? Schnell durch. Hisst eure Fahne, ihr räudigen Seebären. Von euch hat auch keiner den Mumm herzusegeln, um sich mir zu stellen. Elaine! Dein Glück, dass ich hier mitten in dieser Blockade stecke, du neckisches Weibsstück. Sonst würde ich mit meinem Schiff glatt über dich hinwegsegeln. Piratenschiff, dann segeln wir dahin. Bis bald, ihr Trottel. War nett, sich mit euch zu unterhalten, aber ich muss jetzt einen Meermensch-Anführer retten. Wo ist er hin? Hast du ihn durchgelassen? Ich? Solltest du es nicht bemerkt haben, ich habe hier drüben viel zu tun. Blind auf eine weit entfernt liegende Insel zu ballern, würde ich nicht gerade als sehr beschäftigt bezeichnen, du wehleidiger Kartoffelschaber. Schön, Sie wiederzusehen, Captain Streetwood. Ich wusste, dass Sie es an der Blockade vorbeischaffen werden. Sicher haben Sie eine wundersame Geschichte über Ihr Abenteuer zu berichten. Ich freue mich auch, Sie zu sehen, Mr. Winslow, aber wir haben keine Zeit für Geschichten. Wir müssen McGillicuddy schnappen und den Meermensch-Anführer retten. Fantastisch, Sir. Zeigen Sie nur auf den Ort auf der Karte und los geht es. Gut, machen wir das doch. Ja, Pokémon habe ich übrigens auch schon aufgenommen für nächste Woche. Es gibt jetzt im Moment sehen nur die wir zu, zwei. Dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Da ist Van Winslow. Da wollen wir doch hin. Wir McGillicuddy. Ei, ei, Sir. Wupp, ruckel da ein bisschen. Verrate mir die rituellen Beschwörungsworte, oder ich werfe dich ins kalte Blaue. Ich werde dich nicht die legendären Meereskreaturen beschwören lassen. Du wirst Esponja Grande nicht bekommen. Gut. Mal sehen, wie lange es dauert, bis du ertrinkst, wenn dein Kopf unter Wasser ist. Das sollte eine Weile dauern. Ich kann auch unter Wasser atmen, weißt du? Sag mir nichts, was ich schon weiß, du übergroße Sardelle. Ich muss nichts wissen. Ich habe die Pocken. Aha. Lass den Häuptling runter. Ei, ei, Kapitän. Kapitän McGillicuddy, bereite dich auf das Entern vor und übergib mir den Fischmensch. Das glaube ich nicht, Junge. Der Häuptling wird mir genau sagen, wo die Artefakte sind, damit ich Esponja Grande erreichen kann. Oder ich laufe auf Grund auf und werde zu Möwenfutter auf den Felsen. Keine Angst wegen mir. Der Kapitän hat den Verstand verloren. Er glaubt, mich ertränken zu können. Eine Mörperson. Du musst gut auf die Beschwörungsartefakte aufpassen, Guybrush! Guybrush? Streetwood! Mächtiger Team! Dann bist du derjenige, der meinen Männern diese verfluchte, billige Imitation eines Beschwörungsartefakts untergejubelt hat! Ich bin's, Guybrush Streetwood, mächtiger Pirat! Oh, oh. Trademark! Du wirst den Tag bereuen, an dem sich unsere Wege kreuzten, Junge! Bereuen? Ha! Ich sollte dieses Wort wirklich mal nachschlagen. Guybrush, versenke sein Schiff! Um dich kümmere ich mich später, Stinkwood. Ich glaube, die alte Flosse hier will noch mal untertauchen. Und wieder! Verrate mir die rituellen. Ich weiß nicht, warum es ruckelt. Ich habe keine Frame-Einbrüche hier oben links in meiner Ecke. Doch ohnehin. So, Kanone. Reite dich auf das Jenseits vor, McGillicuddy. Wow, toller Schuss. Ja, das finde ich auch. Reden wir dann mit ihm. Jo, Kapitän.
Warum nervst du mich dauernd? Ich bin sicher, dass der Schwamm groß genug ist für uns beide. Das will ich immer schon mal sagen. Hör mal, der Schwamm ist doch sicher groß genug für uns beide. Lass den Meermenschanführer gehen, ich hole den Schwamm, komme zurück und heile uns alle. Wir wollen nicht geheilt werden, Junge. Wir wollen La Esponja Grande für immer vernichten. Was? Pass mal auf, du Stinktier. Ich und meine Männer betreiben das Gewerbe in diesen Gewässern seit Jahren. Wir haben Skorbut und menschenfressende Haie überlebt. Aber so etwas haben wir noch nie gesehen. Pocken. Unser Fleisch verfault. Unsere Zähne schmelzen. Und unsere Augäpfel bluten. Die Pocken haben uns in schreckliche, hässliche Monster der See verwandelt. Und uns ist es noch nie so gut gegangen. Okay. Ist das dein Ernst? Ei, wir sind gerne so. Die Pocken machen uns furchterregend und mächtig. Und sie werden uns reich machen. Das wollen alle Piraten, Guybrush. Und ich werde den verfluchten Seeschwamm nicht hier lassen, damit er uns das wegnehmen kann. Okay, du bist nur gereizt. Du bist nur gereizt wegen der Pocken. Nach der Heilung und einem heißen Bad wirst du dich besser fühlen. Das spielt die gute Sayobe. Esponja Grande ist eine Waffe gegen die Weiterentwicklung der Piraterei. Ich muss sie finden. Ich muss sie zerstören. Du musst es mir geben. Netter Versuch, Junge. Reden wir weiter. Lass für Luna. Macht das Spaß. Macht das Spaß, Punk? Ja? Ja? Halt deinen Mund, Haken, Junge. Der Mast. Auf Nein, nicht der Mast. Threepwood. Ich werde für dich zurückkommen, Häuptling Beluga. Wir müssen den Mast reparieren, wenn wir McGillicuddys Schiff einholen wollen. Ich weiß, ich werde die Karte benutzen. Das war wohl nichts. Sehen wir zu, dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Da ist Van Winslow. Flotsam Island, nein, zu den Jerkbait. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Van Winslow heißt er. Es sieht so aus, als haben ihre Freunde die Blockade in die Flucht geschlagen. Es sollte jetzt sicher sein. So, dann wollen wir das Schiff wieder reparieren. Hep, hep, hep. Ich glaube, sie da oben verkaufte Masten, ne? Da müssen wir hinlaufen. Witzigerweise sind auch in meinem Lateinexamen Piraten ein Thema. Will man gar nicht glauben. Die haben nämlich Sizilien heimgesucht. Also nicht das, was ich lese. Gerade da sagt Cicero immer nur, ja, wie die Piraten. Aber die haben auch Sizilien verwüstet quasi. Darum geht's gerade. So, ich brauche noch was. Jetzt nur noch mit Coupons bezahlen. Nein, nein, du ich sollst... schon wieder. Das sehe ich. Was kann ich dir holen? Neuen Mast. Ich muss meinen Mast reparieren lassen. Abermals. Schon wieder? Wow, zweimal an einem Tag? Ja, schließlich versuche ich, deinen Anführer zu retten und McGillicuddy auszuschalten. Aber der Kerl liebt seine Kanonen über alles. Oh, wie heldenhaft. Ich werde mich sofort darum kümmern. Das ging aber schnell. Das Leben unserer Anführerin steht auf dem Spiel. Mach, dass du da rauskommst und mach deine Sache gut. So, dann brauche ich nichts mehr. Ich brauche heute wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Sei doch nicht so abweisend. Ich würde aber auch Elaine nehmen. Die hat rote Haare. So, dann wollen wir mal weiterlaufen. Ja, ja. Ja, ist aber ziemlich langweilig, was ich übersetzen muss, aber es ist nicht so schwer wie da, was ich schon mal nicht geschafft habe. Aber gut. Ich hätte auch Poesie nehmen können, aber es liegt mir halt nicht so. Planke. Achso, wir wollten den Anführer retten. Karte. Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Van Winslow. McGillicuddys Schiff. Yes, Sir.
Pfui. Warum weg da, das so? 3 Tage Bart. 3 Tage? Weißt du, wie lange es gedauert hat, diesen Bart wachsen zu lassen? Verrate mir die rituellen Worte. Niemals. Oder du schläfst mit den Fischen. Hey, Fratze. Arr. Lass Beluga gehen. Deine Mutter würde... Okay. Lass Beluga gehen. Ich habe alle Gegenstände zum Beschwören. Gut. Dann weiß ich, wo ich sie finden kann, nachdem der Häuptling mir die Worte für das Ritual gesagt hat. Ich werde es dir nie sagen. Entweder schüttest du jetzt dein Herz aus, oder ich schütte dein Herz aus. Oh, da müssen wir gar nicht hin. Egal. Ah, okay. Sagt nichts. Wir da müssen nämlich woanders hin. Verrate sie mir, oder ich sehen wir zu, dich dass wir wegkommen, Mr. Winslow. Ja, ich bin noch nicht mal in der Lage, komplett Lösungen zu lesen. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. So, denn wir wollen das Floß benutzen. Also man muss ihn beleidigen, damit die Blockade aufgehoben wird. Chocolate traut sich übrigens gerade nicht an der Katze vorbei. Süß. So. Wir wollen nach Spoon Island, Row Island, Spoon Island. Ach nee. Wir müssen nach Brilling Island. Mhm. Brilling Island, da mussten wir, glaube ich, mit der Karte irgendwo anders hin, oder? Ihr merkt. Row Island, jo. Und auf die Screaming Novel. Willkommen zurück, Sir. Wenn Winslow... Segel vorbereiten, Mr. Winslow. Genau. Wir wollen nämlich nicht nach Flotsam Island, nicht zum Gelato-Felsen, nicht zu den Jerkbaiten. Wo waren die hier? Brilling Weiter Island. Zu Brilling Island. Aye, aye, Sir. Du! Ihr! Yeah. Hättet ihr Jungs nicht schon längst von McGillicuddy gegrillt werden sollen? Wenn McGillicuddy dahinter kommt, dass du an uns vorbei durch die Blockade gekommen bist, wird er unsere Köpfe am Spieß sehen wollen. Da wir eh tot sind, können wir das goldene Artefakt auch ausgraben und abhauen. Aber natürlich können wir das verdammte Ding jetzt nicht finden. Ich weiß, dass wir es irgendwo hier auf der Insel zurückgelassen haben. Es muss doch irgendwo sein. Tja. Hau ab, Haken, Junge. Wir haben jetzt keine Zeit für dich. Jetzt kommt schon. Ich dachte, wir wären Freunde. Besonders nach all der Hilfe, die ich euch zuvor zuteil werden ließ. Na, ihr könnt den Schatz nicht finden. Na? Könnt ihr den Schatz nicht finden? Hä? Ich weiß, dass er hier ist. Das ist, ist nur... Naja, wir haben ihn so oft ein- und wieder ausgegraben. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wo genau das war. Hört sich an, als hätte jemand entschlussfreudiger sein sollen. Vielleicht kann ich da helfen. Ich glaube, da über einem Baum... Vielleicht das... Da! Ich glaube, da bei dem Baum sehe ich einen Teil der Truhe. Für wen hältst du mich? Für so eine Art Superhacker? Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, Wurzeln von Gummibäumen zu durchtrennen? Das ist der ideale Ort, um einen Schatz zu vergraben. Wenn du ein kluger Pirat wärst, hättest du ihn genau da vergraben. Ich, du... Gah! Hier ist nichts! Das überlasse ich euch. Ich überlasse das euch. So. Hey, 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 wo gehst du? Langer Spaziergang am Strand? Gut, aber bleib in Sichtweite und denk nicht einmal daran zu graben. Dieser Schatz gehört uns. Uns. Die Pocken scheinen nicht zu bekommen. Ich würde mich nie zwischen einen Piraten und seinen Schatz stellen. Ja, da wollen wir aber zu... Guybrush, laufen. Hier hat er ja schon geschrieben. Nehmen wir doch mal den Harken. Palme, Sand. Das greife ich nicht mit meinem Haken. Okay, dann vielleicht die Palme. Das greife ich nicht mit meinem Haken. Okay. Dann wird er anlaufen. Palme. Holz fällt, oder nicht?
Hey, warum hast du das getan? Du bringst unser Loch in Unordnung. Entschuldigung. Ich wollte immer schon ein Holzfäller sein. Tja, wie es aber weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Also, bis gleich. Ich glaube, der nächste Part ist dann auch schon der letzte. Also, ciao.